5, 4, 3, 2, 1. So, die Pause ist vorbei und wir haben einen weiteren Kandidaten da für den Vorstand, und zwar Jenny Becker. Und dann legen wir einfach gleich mal los. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du so? Wo kommst du her? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf zu dieser Testversion von Gregor Leib. Ich bin 33 Jahre alt, komme aus Marburg an der Lahn. Ich bin seit 2006 in Berlin und habe immer schon so die Piratenbewegung mitverfolgt. Einige gute Bekannte von mir sind bei den Piraten aktiv und ich fand es schon immer irgendwie so spannend mitzubekommen, was passiert da. Habe mich vor etwa 10 Jahren schon so angefangen, auch ein bisschen mit Peer-to-Peer und der rechtlichen Einordnung des Ganzen zu beschäftigen, und hatte damals Jura studiert, bis zum ersten Staatsexamen, dann habe ich nochmal viel zu Konfliktforschung studiert im Master. Und ja, das war so mein erstes Steckenpferd in der Juristerei, Urheberrecht. Die Frage, wie geht man mit dem MP3-File um im Internet, und bin dann ziemlich schnell auf diese Bewegung freies Wissen, Wissensanwende, Kulturfeldwelt und so weiter gekommen. Fand ich auch total spannend in dem Kontext. Ich habe dann irgendwo auch so die Piraten im weitesten Sinne gegründet. Und damals bin ich dann aber erstmal wieder nach Marburg und habe da eben mich dann im Zuge dieses zweiten Studiums mit der Friedenspolitik auseinandergesetzt. Und achso, ja genau, parallel auch immer halt aufgelegt als Techno-DJ und habe dann so mitbekommen, dass Künstler selber ihre eigene Musik zwar verkaufen, trotzdem aber fröhlich auch runterladen und sharen und so weiter. Und einfach dieses Spannungsfeld fand ich schon immer total spannend und das ist ja bis heute nicht gelöst. Und bis heute werden einfach User und auch Musiker eben qualifiziert. Und genau, also das finde ich irgendwie bis heute total interessant. Aber beschäftige mich eben vor allem jetzt mit Friedenspolitik und Friedenspädagogik. Also ich habe jetzt auch einen kleinen Verein gegründet und gehe mit friedenspädagogischen Lehrmaterialien an Schulen und zeige Kids irgendwo die zivile Konfliktbearbeitung, wie kann man also statt militärischer Konfliktbearbeitung im internationalen Kontext auch gewaltfrei Konflikte schlichten. Und das fängt bei einem selber an, also man fängt auch an, sein eigenes Konfliktverhalten kennenzulernen, kritisch zu durchleuchten. Das ist im Forschungs- oder im Studienfach Friedens- und Konfliktforschung auch eins. Also da geht man wirklich vom individuellen Konflikt zum internationalen Konflikt. Total spannend. Das ist jetzt eigentlich gerade so mein Fokus. Und ich habe mich noch nie in einer Partei engagiert. Fand das eher immer so abschreckend. Also auch früher, noch in der Schulzeit, wo dann so Leutchen irgendwo eingetreten sind, in die jungen Jugendorganisationen von Parteien, fand ich das immer voll strange irgendwie, wie man darauf kommen kann. Und war eben eher so, ja, dabei erstmal so meine Hörner abzustoßen und eben so auch so dieses Freiheitsding mehr so zu genießen. Also politisch sich nicht mehr so einzuordnen, sondern eben auch sich über die Straße rennen zu können, als Demo-Teilnehmer und ja eben nicht so wirklich gegen den Staat zu sein. Also ich bin auf jeden Fall rechtsstaatsgläubig und so, gerade auch durch meinen juristischen Background. Ich glaube, irgendwie das Volk ist der Staat und so weiter. Aber halt, ja, fand es eben absurd, sich irgendwie gleich so einordnen zu wollen. Und die Piraten sind irgendwie sozusagen wie für mich gemacht. Also es geht ja wahrscheinlich ganz vielen so, dass da ein ungeheures Identifikationspotenzial da ist, weil, ja, Parteipolitiker sind plötzlich wie wir. Und wir sind wie Parteipolitiker. Also es ist einfach ein Ding und ein Movement und eine Bewegung. Total spannend, und also ich finde es echt total geil, irgendwie jetzt hier in Berlin zu sein und die Chance zu haben, das mitzubekommen und jetzt hier mitmachen zu können. Und ja, also seit August bin ich erst Mitglied und habe mich halt sofort reingestürzt und gemacht, was ich konnte. Also bestimmt 20, 30 Stunden die Woche plötzlich Piratenzeug gemacht. Und bin total fasziniert immer noch und ja, habe jetzt eben die Chance, mich für den Vorstand zu bewerben.
und mache das deswegen einfach auch, weil ich will so viel machen, wie geht und so gut wie möglich und so intensiv wie möglich. Und die Leute aus dem letzten Vorstand fand ich halt voll nett oder finde ich total cool und sweet. Und ich könnte mir vorstellen, halt mit dem hier zusammenzuarbeiten und finde ich die beiden auf der Couch auch total nett und finde es einfach cool, mit super coolen Leuten zusammen jetzt Politik zu machen und mit irgendwelchen Schrägen und Parteifreaks, wie man das früher so kannte. Also erstmal kurz. Du hast gerade gesagt, dass für dich wichtig war, dass du Friedens- und Konfliktforschung zusätzlich zu Jura gemacht hast in Marburg. Fun Fact, über den Studiengang hatte ich übrigens auch mal nachgedacht und wollte aber nicht nach Marburg, und das studiert man ja so wirklich nur in Marburg. Nee, man kann ja auch in Magdeburg, Tübingen und Hamburg studieren. Okay, Hamburg wäre noch eine Option gewesen. Ja. Und du hast gesagt, dass man da auch die individuelle Konfliktebene mit bearbeitet. Und nun ist die Piratenpartei ja nicht eine völlig konfliktarme Partei, in der immer alle nur sehr ruhig und friedlich agieren. Glaubst du, dass du da ein besonderes Potenzial mitbringst, so integrativ zu wirken im Vorstand? Ja, meine ich. Also ich habe eine sehr positive Lebenseinstellung, positive Energie und auch ein, wird mir nachgesagt, ein Kommunikationstalent. Also ich bin in der Lage, rauszuhören, was jemand sagen will und dann auch an den richtigen Stellen nachzufragen, wenn jemand vielleicht selber auch irgendwo im Gespräch ein bisschen auf die Sprünge geholfen werden möchte oder so. Und im Studium habe ich auch Mediation gehabt als Fach, also ich bin zwar nicht ausgebildete Mediatorin, aber da haben wir einfach viel Gesprächsführung und Interviews von Konfliktakteuren trainiert. Und ja, ich habe mich dann auch direkt eifrig betätigt in meinem Umfeld, wenn irgendwo Konflikte sind, ich bin immer direkt zur Stelle, will rausfinden, um was es geht, versuche irgendwie zu helfen, teilweise muss ich mich dann auch selber wieder zurückhalten, wenn Leute wirklich auch mal was einfach alleine austragen wollen, wenn man nicht immer sofort da die Vermittlerin irgendwie gefragt ist eigentlich. Aber ja, ich denke, das hat bei mir auch irgendwie persönliche Gründe, in meiner Familie gab es auch immer viel Streit und so. Und deswegen ist das für mich irgendwie so ein, ja, so ein, auch aus meiner Geschichte eben kommendes Bedürfnis, Konflikte so zu transformieren, dass sie eben produktiv sind. Konflikte sind ja an sich was Gutes, also sie zeigen einfach Veränderungspotenzial auf. Man kann mit dem Status quo nicht mehr aus irgendwelchen Gründen und da muss eben was passieren. Und wichtig ist eben einfach nur die Art und Weise, wie man einen Konflikt schlichtet, nämlich eben gewaltfrei. Und Gewalt gibt es ja in ganz vielen Erscheinungsformen, bisher alle psychische Gewalt oder auch durch den Staat, strukturelle Gewalt oder Gewalt durch Experten, das ist dann irgendwo, gut fällt unter den Begriff auch der Oligarchie oder so, es gibt einfach verschiedene Gewalterscheinungsformen und man kann einfach Konflikte gewaltfrei lösen, jeder Konflikt ist gewaltfrei lösbar. Würdest du dir da jetzt spontan einen kleinen Schuss ins Blaue zutrauen, nach dem halben Jahr, das du bei den Piraten verbracht hast? Wo hapert es deines Erachtens in der Kommunikation noch ein bisschen? Was könnte man verbessern? Und im Sinne dieses breiten Gewaltbegriffes, siehst du irgendwo Gewalt? Es gibt natürlich in dieser Partei als großer Gruppe viele kleine Gruppen, die sich auch teilweise abschotten gegenüber anderen Gruppen, also es ist einfach nötig, dass man da verstärkt für Austausch sorgt und eben dann auch in geschützten Räumen bestimmte Akteure erstmal zusammenbittet an einem Tisch, wenn man irgendwo sieht, es liegt einfach da ein Problem oder dort oder zwischen bestimmten Typen auch, bestimmten prominenteren oder auch weniger prominent auftretenden einzelnen Personen, dass man da vielleicht einfach dann auch mal den Finger in die Wunde legt und sagt, wenn ihr so weitermacht, könnt ihr vielleicht in Teufels Küche kommen und auch noch andere mitziehen und mit runterreißen oder sowas. Es ist ja oft so, dass Konflikte sich dann einfach wie ein Lauffeuer auch verbreiten und dann trascht jeder noch ein bisschen mit und dann wird irgendwas weitererzählt, was am Ende gar nicht mehr wahr ist. Und es geht also immer darum, die Wahrheit zu finden und das eben möglichst schnell und eben auch zu warnen und zu zeigen, hier, das kann da und dahin führen, vielleicht sollten wir einfach mal rechtzeitig die Kurven kriegen und ja, also das würde ich mir schon zutrauen. Ich bin ja auch nicht alleine, sondern
kann zurückgreifen auf einen riesen Pool von Leuten, die sich schon lange kennen, die seit Jahren zusammenarbeiten, wo man dann vielleicht auch strategische Allianzen knüpft und sagt, hier, vielleicht sprichst du jetzt mal besser mit derjenigen oder er mit ihm und so weiter und so fort. Also das traue ich mir allerdings noch so zu. Ich bin ja auch in anderen Vereinen aktiv und im Moment Geschäftsführer der Stiftung Friedensbewegung. Da bin ich auch sehr ja, mit meinem Personal halt zugange und traue mir schon zu, also menschliche Potenziale und eben auch menschliche Schwächen auszugleichen, zu sehen und da zu helfen. Hast du denn Vorstellungen von konkreten Aufgaben, die du übernehmen wollen würdest im Vorstand, oder ist es einfach auf dich zukommen? Ich lasse es insofern auf mich zukommen, als dass ich allen gegenüber offen wäre. Ich würde sowohl gerne in der Verwaltung aushelfen, habe selber ja auch relativ lang dann auf meine Mitgliedsnummer gewartet und auf, also dann habe ich schon gesehen, irgendwie Feedback-Zugang, da muss ich mal den antwittern und den anmelden und so. Da konnte ich eben auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber ich finde es halt einfach wichtig, dass Leute eintreten und gleich diese Zugänge bekommen für die Feedback. Ich finde die Democracy als Verfahren für öffentliche Meinungsfindung in einer Partei super revolutionär, total spannend und toll und sehe das auch als ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei, da irgendwie was voll Interessantes zu bieten für Leute, die noch nicht eingetreten sind. Von daher würde ich mich gerne für diesen Aufgabenbereich besonders auch einsetzen, dass das Liquid Feedback jetzt im Moment, also die Software Liquid Feedback dann halt möglichst schnell, möglichst gut weiterentwickelt und implementiert werden kann, auch wo es eben auf Landesebene ist, dass man da also einfach auch irgendwo mit werben kann für neue Mitglieder. Das finde ich spannend, ansonsten mache ich immer schon viel Öffentlichkeitsarbeit auch, also bin Online-Redakteurin in einer großen Nachhaltigkeitskommunikationsagentur und habe immer schon viel gebloggt und Interviews vorbereitet und Leute interviewt und so, also mehr solche, mehr so journalistisch halt tätig, als jetzt die Protagonistin zu sein, die Interviews gibt. Erstmal, dass ich in so eine Kamera gucke auf jeden Fall. Und ja, deswegen Öffentlichkeitsarbeit finde ich auch spannend. Ich hatte vor ein paar Wochen, als ich mich da eingetragen hatte auf der Kandidatenseite, mit so Feedback und Presse in Klammern reingeschrieben, weil ich das beim Simon so gesehen hatte, dass er irgendwie dafür verantwortlich war. Dann wurde mir gesagt, hier, das ist vorher gar nicht vorgegeben, das teilt er erst unter euch auf, dann noch ein bisschen mehr gelöscht. Da meinte jemand, hey, das war total toll, dass du da irgendwie gleich so eine Idee hattest. Dann hat es wohl wieder reingeschrieben. Also von daher, das finde ich spannend, da weiß ich auch, bin ich gut. Und ja, Mitgliederverwaltung finde ich halt auch total wichtig. Und ich habe mich ja auch für Schiedsgericht beworben, das finde ich halt auch total spannend. Also so als Schiedsrichterin eben dann ganz konkret Konfliktparteien zu versorgen sozusagen. Da du gerade von Liquid Feedback und Liquid Democracy sprachst, du bist, wenn ich richtig informiert bin, auch die Liquid Feedback Bezugsbeauftragte in Pankow, ist das richtig? Mhm. Und wie siehst du das Verhältnis vom Vorstand und Liquid Feedback Beschlüssen? Würdest du dich an sowas sehr stark gebunden fühlen oder denken, naja, letztlich ist es mein Gewissen, wo in diesem Spannungsfeld verortest du dich da? Wie meinst du das jetzt genau? Also wenn jetzt Liquid Feedback Beschlüsse beschlossen getroffen werden, die den Vorstand adressieren, genau, dann also direkt oder indirekt unterwerfen natürlich, ganz klar. Also das ist ja gerade der Knackpunkt an Liquid Feedback. Also das ist ja gerade das Faszinierende, dass man einfach in einer großen Gruppe politische Meinungsbildung macht und die wollen ja auch Und wie sieht es mit dem Verhältnis zwischen Vorstand und Fraktionen aus? Also wie sieht es konkret aus oder wie ist das mit Leuten, die möglicherweise in der Fraktion und im Vorstand sein wollen, sei es nun die BVV-Fraktion oder die Abgeordnetenhausfraktion? Ja, da schließe ich mich dem an, was Christiane eben meinte. Also ich denke mal, wenn sich das Leute zutrauen, sind das interessante Schnittstellen, weil man bekommt einfach von zwei verschiedenen politischen Aufgabenfeldern ganz viel mit. Und wenn man das in einer Person irgendwie
ja, hinkriegt, das auszubalancieren und zum einen sich nicht überfordert und zum anderen auch keine widerstreitenden Interessen nicht schafft auszugleichen oder irgendwie ja, besonders konfliktanfällig ist oder so, dann sollte man es nicht machen. Aber grundsätzlich habe ich da nicht unbedingt ein Problem mit, tatsächlich. Aber das ist ja als, das steht sowieso nicht zur Debatte, oder? Stellen sich Leute auf, die auch in der BVV. Aber ich weiß gar nicht, hast du das überhaupt eben so gesagt? Oder meinst du, du findest es nicht so gut? Ich wollte nämlich jetzt nicht deine Aussage. Ich hatte Christiane so verstanden, dass sie sagte, sie schließt es nicht in jedem Fall aus, aber sie glaubt, dass im Normalfall die Doppelbelastung und die Doppelbindung eher nicht so eine besonders gute Idee ist. Ja, ja, genau. Und das wollte ich eigentlich auch so hinterlegen. Okay. Wobei ich ja auch Bezirksbeauftragte bin und dann theoretisch im Vorstand sein könnte. Und das sehe ich jetzt allerdings noch nicht so dramatisch an, weil wenn ich mich zu einem besonderes Aufgabenfeld wirklich einbringen will, dann ist da, da bin ich so zwei Fliegen mit einer Klappe. Wie sieht es denn mit Geld für Angestellte aus, die möglicherweise für die Landesbahn für Büroarbeit oder Ähnliches machen sollen? Grundsätzlich diese Einrichtung solcher Jobs finde ich vollkommen in Ordnung, weil immer mehr Mitglieder kommen werden, wird immer mehr Arbeit anfallen. Also sollte es nicht so sein, dass Leute im Vorstand, die vielleicht eben wirklich große Konfliktherde besänftigen sollten oder organisatorische Geschichten stemmen, dann irgendwie Stunden, Jahre, Nächte lang verhaftet werden, um Mitgliedsanträge zu bearbeiten oder so. Das finde ich vollkommen in Ordnung, wenn das Geld da ist, wenn genug Geld durch neue Mitglieder reinkommt, dass man dann auch mal irgendwie einen Job schafft und für Leute, die vielleicht auch einen Job brauchen, dann halt eine Stelle ausschreiben kann. Also das ist schon total toll, wenn man als Partei auch Arbeit geben kann. Okay, da will ich dann nochmal nachhaken, nämlich was ist da in Ordnung? 400-Euro-Job, 600-Euro-Job, halbe Stelle, ganze Stelle? Kommt drauf an, wie viel Arbeit anfällt. Also ich denke mal, wenn man jetzt 400-Euro-Jobs sind bestimmt schon mal ein guter Anfang. Und wenn es aber nicht ausreicht und irgendwie gibt es vielleicht dann jemanden, der die Geschäftsstelle hier komplett managt oder so, dann könnte das ja auch ein wichtiger Job werden. Du hast in der kurzen Zeit, in der du jetzt in der Piratenpartei bist, sehr viel Initiativen, auch im Liquid Feedback eingebracht zur Außenpolitik, zur Friedenspolitik. Das ist ja auch ein Thema, das dir im Herzen liegt. Glaubst du, dass du, wenn du in den Vorstand wechselst, dich diesbezüglich eher zurückhalten würdest? Glaubst du, dass du es immer noch so stark inhaltliche Impulse setzen würdest? Oder siehst du dich dann eher als Sprachrohr der Basis mit eher wenig eigener Meinung, die du einbringst? Sowohl als auch. Ich würde selber als Basispirat weiterhin politische Initiativen anregen und auch ausdiskutieren wollen mit anderen. Und also ich würde mich auf keinen Fall mundtot machen lassen, weil ich mich jetzt nur noch als Verwaltungswerkzeug ansehen würde oder so. Das auf gar keinen Fall. Aber ich würde wirklich versuchen, eben gerade gegenüber Presse oder so deutlich zu machen, warum spricht man für die Partei, warum spricht man für sich. Dann spricht man dann gegebenenfalls im Bezirk oder eben für den Landesverband. Gut, uns geht die Zeit jetzt wieder aus. Wir haben noch, wir nähern uns dem Ende. Vielleicht möchtest du auch noch ganz kurz irgendwas sagen, was dir bisher noch nicht genug zur Sprache gekommen ist. Und wenn nicht, die typische Frage, wie können dich die Leute erreichen, die dir noch Fragen stellen möchten? Auf meiner Kandidatenseite können Fragen gestellt werden. Und ich wollte tatsächlich herausfinden, ob ich vielleicht noch auf der Mitgliederversammlung abends ein bisschen aufnehmen kann. Finde ich irgendwie cool, wenn wir gemeinsam Party machen könnten, mal alle. Na dann, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und viel Erfolg. Da hätten wir dann locker noch 20 Minuten machen können.